Bei mir auf der Bühne ist der Uli. Der Uli, der hat nichts zu verbergen. Und was er nicht zu verbergen hat, das wird er uns jetzt erzählen. Uli, die Bühne ist deine. Dankeschön. So, wenn wir jetzt noch Ton hätten, wäre ganz schön. Aber haben wir nicht. Nein, kommt nichts. Doch, jetzt. Hier kommen wir nicht weiter. Sackgasse, der Weg ist uns versperrt. Das war's. Nun gibt es kein Entkommen. Die Mauern sperren uns ein. Er wird gleich bei uns sein. So, meine Herren, jetzt ist aus. Aus diesem Hof kommen Sie nicht mehr raus. Die Gedanken sind frei. Wer kann sie erraten? Sie fliehen vorbei wie nächtliche Schatten. Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger erschießen mit Pulver und Blei. Die Gedanken sind frei. Ich denke, was ich will und was. Ja, die Gedanken sind frei. Ich denke, was ich will, fragt sich nur, wie lange noch. Schönen Dank für die Einladung zu den Datenspuren. Ich bin Uli Klemann. Ich hoffe, es ist nicht die letzte Einladung. Danke, dass ihr trotz des schönen Wetters gekommen seid. Ich hoffe, trotz des ernsten Themas, dass euch der Vortrag dennoch ein bisschen Spaß macht und gefällt. Ja, stellen wir uns mal vor, unser Gemüsehändler, der weiß Bescheid über dein kleines gesundheitliches Problem beim Wasserlassen. Dein Metzger kennt deine finanziell angespannte Situation. Ja, und der Zeitungshändler weiß bestens Bescheid, was du für Eheprobleme hast. Wie würdest du das finden? Wäre schockierend, ne? Empörend. Würde man sich drüber aufregen. Darf doch nicht wahr sein. Datenschutz, Verschlüsselung, alles Käse. Die wissen ja sowieso alles von mir. Elektronischer Personalausweis, Gesundheitskarte, Smartphone, WhatsApp, Facebook, was haben wir noch, Xing. Ja, wo ich im Internet mich rumbewege, kann ich mir da alles sparen. Tor ist ja nur was für kriminelle Hacker und die sind doch böse. Ja, wenn du der Meinung bist, dann ist jetzt noch eigentlich noch Zeit, was anderes zu tun, den Vortrag schnell zu verlassen, weil du hast ja nichts zu verbergen, darf ja jeder alles von dir wissen. Viel Spaß noch auf dem DSB. Oder vielleicht doch was zu verbergen? Okay, dann bleib hier, hör zu. Und stör bitte die anderen nicht beim Zuhören. Wenn du was beizutragen hast, herzlich willkommen, ich habe hier noch Platz auf der Bühne, komm bitte nach vorne, dass es jeder mitkriegt. Ich fände es unfair, wenn nur ich schlauer würde und der Rest müsste ahnungslos bleiben. Dankeschön. Ja, das kostet doch alles nichts, das kriege ich doch alles für umsonst. E-Mail, Chat, Messenger, soziale Netzwerke, Navigation, Google-Dienste. E-Books, Software, tolle Preise.
Vor allen Dingen das Letzte. Das kostet nichts, nur deine Daten. Ja, für Leute, die das glauben, ist der Vortrag vielleicht auch nicht so ganz das Richtige. Und sollte das für euch gelten, dann nochmal herzlich willkommen. Damit wir es hinter uns haben, fange ich gleich mit den 4 bitteren Internetwahrheiten an. Das Netz ist ein sogenanntes offenes Netz. Heißt, jeder, der will, kann alles über seine Funktionalität in Erfahrung bringen. Es gibt dort per se keine Geheimnisse. Das zweite ist ein uralter Hut. There is no free lunch. Es gibt nun mal nichts für nichts. In the Internet, nobody knows that you are a dog. Im virtuellen Raum kann ich vorgeben zu sein, was ich will. Das prüft niemand nach. Und das vierte Internetmärchen, du bist im Netz nicht anonym. Weil ja alles nichts kostet, habe ich mir mal die Mühe gemacht, ein bisschen zu recherchieren, was denn so der Betrieb von so einem Rechenzentrum in etwa kostet. Genaue Zahlen konnte ich nicht in Erfahrung bringen, die halten sich da alle sehr bedeckt. Aber hier mal so ein paar nicht ganz aktuelle Zahlen, was so ein Server so kostet, der Betrieb. Da ist jetzt noch nicht mit drin die Raummiete, da ist noch nicht mit drin der Stromverbrauch, da ist noch nicht mit drin das Personal, die Wartung und alles andere. Kann man sich jetzt hochrechnen, was so ein Rechenzentrum kostet, in dem 50.000 solcher Server stehen oder mehr. Hallo, liebe Klugscheißer. Das Internet der Dinge. Ups, das war jetzt Multimedia. Hallo, liebe Klugscheißer. Das Internet der Dinge. Das wollten wir jetzt nicht. Jetzt hat er mich ausgetrickst. Haha. Komme ich jetzt wieder an die Präsentation ran. So, ja. Preisfrage, oben steht ein Zitat. Weiß jemand, von wem es stammt? Nee? Stammt von diesem etwas grimmig schauenden Herrn da ganz rechts von mir. War mal der Minister für Staatssicherheit, der das von sich gegeben hat. Und diese beiden Herren da nebendran, die haben es verstanden. Handelt sich einmal um den Eric Schmidt von Google und den Herrn Zuckerberg. Man kann den Leuten ja nur vor den Kopf sehen. Ist das wirklich so? IoT, Big Data, Predictive Analytics, DNS-Leaking, schon mal gehört? Nee? Gucken wir mal. Warum soll ich meine Daten überhaupt schützen? Genau deswegen, weil alles das geht keinem was an. Das ist meine Privatsphäre. Möchte ich nicht mit der ganzen Welt teilen. Weder mit Zustimmung noch ohne. Das ist ja alles nur für unsere Sicherheit. So eine Killerphrase. Machen wir alles nur für eure Sicherheit. Was ist denn Sicherheit überhaupt? Wie definiert sich Sicherheit? Ja, die Sicherheit gibt es gar nicht. Sicherheit ist eine Frage der Betrachtung, eine Frage des Empfindens. Welche Arten von Sicherheit gibt es denn? Gibt es ganz verschiedene. Es gibt eine wirtschaftliche Sicherheit, definiert durch ein regelmäßiges Einkommen, Dach über dem Kopf,
was auf der hohen Kante. Gibt eine Ernährungssicherheit, das Gefühl, sich jeden Tag satt essen zu dürfen. Ein Privileg, was ein Großteil der Menschheit nicht hat. Es gibt eine gesundheitliche Sicherheit, eine ärztliche Versorgung, Notfallinfrastruktur, wenn irgendwas ist, 20 Minuten spätestens ist der Hubschrauber da. Es gibt eine Umweltsicherheit, eine persönliche Sicherheit, eine Sicherheit der Gemeinschaft, einer Gruppe anzugehören mit gleichen Interessen. Gemeinsam sind wir stark. Es gibt eine gewisse politische Sicherheit, das Gefühl, davon ausgehen zu dürfen, in einer Demokratie zu leben, nicht unterdrückt zu werden, seine Meinung frei äußern zu dürfen. Gibt es denn überhaupt eine objektive Sicherheit? Sicherheit, haben wir mal in der Schule so gelernt, ist die Aufgabe staatlicher Ordnung. Schön. Damit Unsicherheit überhaupt entsteht, muss sie erstmal empfunden werden. Und empfinden ist was sehr Persönliches. Ich habe mal als Beispiel so ein paar Themen genannt: Überfremdung, Terrorgefahr, die bösen Hacker, natürlich immer die aus Russland, vor denen wir alle Angst haben. Merkwürdigerweise treten diese subjektiven Empfindungen immer in den Bereichen auf, in denen diese Bedrohung praktisch nicht präsent ist. Also Überfremdung zum Beispiel in Gebieten, in denen praktisch keine Migranten leben, in denen die einheimische Bevölkerung mit ausländischen Menschen faktisch so gut wie nie in Berührung kommt. Dort hat man die meiste Angst vor Überfremdung. Ja, kleine Geschichte aus der Vergangenheit. Es war einmal im schönen Jahr 1977, der heiße Herbst. Die Älteren werden sich vielleicht noch erinnern. Da war ich gerade 10 Jahre alt und fing so an, die Welt zu verstehen. Und dieser Mann da oben mit der Hornbrille, der fahndete damals nach diesen 16 jungen Menschen da auf diesem Plakat. Das Plakat wollte ich immer haben für mein Jugendzimmer. Ich habe mich aber nie getraut, es am Bahnhof abzureißen. Und die standen im Verdacht, diesen Herrn da unten, es handelt sich um den ehemaligen Arbeitgeberpräsidenten Hans-Martin Schleyer, entführt und ermordet zu haben. Schwere Straftat. Aber diesen 16 Herrschaften da oben war einfach nicht beizukommen. Also musste eine neue Fahndungsmethode her, die dem Herrn Herold als Erfinder zugeschrieben wird, die sogenannte Rasterfahndung. Diese Rasterfahndung führte auch zum Erfolg. 1979 konnte ein RAF-Mitglied, der Herr Rolf Heißler, tatsächlich festgenommen werden. Der ist gar nicht hier auf dem Fahndungsplakat. Das Verfahren war damals schon in der Kritik der Datenschützer. Die sprachen damals schon vom gläsernen Bürger und vom Überwachungsstaat. Wenn die geahnt hätten, Google, Facebook, WhatsApp und Co. waren noch nicht erfunden. Ja, nur die Rasterfahndung war kein Märchen, die war Realität. Funktioniert denn etwa so, man hat gewisse Kriterien erstellt, Alter, Halter eines bestimmten Fahrzeugtyps, bezahlst du Miete, Strom, Wasser, wie es damals noch üblich war, größtenteils in bar, hast du akademischen Hintergrund etc. pp. Und schon warst du verdächtig. Das ging dann so weit, dass es sogar Aufkleber gab für die Autos, wo drauf stand, ich bin kein Mitglied der Mahler-Beinhof-Bande. Und selbst einer meiner Klassenlehrer geriet in die Fänge des Staatsschutzes, weil er sich nämlich einen gebrauchten 2er BMW gekauft hat. Jetzt könnte man meinen, okay, das ist alles vorbei, das ist lange her, ist es nicht. Nach den Anschlägen 2001 hat man die Rasterfahndung wieder aus dem Keller geholt, hat wieder gerastert, diesmal nach anderen Kriterien. Es wurde nach sogenannten Schläfern gesucht, nach etwa diesen Kriterien, aber gefunden hat man niemanden. So, und jetzt könnte man denken, naja, das ist auch schon wieder lange her, 2001. Und obwohl es kein Märchen ist und wenn sie nicht gestorben sind, es gibt sie immer noch, sie wird immer noch verwandt. Zum Beispiel in Baden-Württemberg, wo ich herkomme, da haben wir dazu sogar das Polizeigesetz
geändert. Ich habe hier mal den Artikel 40 rauskopiert, was da so im Moment Stand der Dinge ist. Was haben wir denn noch? Telefonüberwachung. Ganz heißes Thema. Dazu von den Behörden irgendwelche Informationen zu kriegen, ist nahezu ausgeschlossen. Die einzigen, die mal was veröffentlicht haben, war die Berliner Polizei. Und ich habe diese Zahlen einfach mal so übernommen. So, und abgehört werden ja nur Staatsfeinde und Kinderschänder. Ganz schlimme Jungs. Stimmt das? Unter Betäubungsmittelgesetz fallen im Übrigen auch diejenigen, die mal irgendwo erwischt worden sind mit einem Joint im Aschenbecher. Geht hier also nicht um die Leute, die tonnenweise Drogen verschieben. Ja, ich weiß, das kann man jetzt nicht lesen oder schlecht lesen, aber es gibt eine ganze Menge gesetzlicher Grundlagen, die die Telefonüberwachung erlauben, und die sind in den letzten Jahrzehnten deutlich erweitert worden. Früher ein Telefon anzapfen zu dürfen, das bedurfte schon entsprechender Begründung und einem richterlichen Beschluss. Heute ist es mehr oder weniger nur noch eine Formsache. Die Anträge werden in der Regel bewilligt. Darf mein Chef das auch? Zum Beispiel Keyloggen, was ich mit dem Firmencomputer so mache, oder mein Diensthandy überwachen. Nee, darf er nicht, aber er kann. Mit Spicy, ganz tolle Software. Kostet nicht mal 30 Euro. Ob Android oder iOS, vollkommen egal. Bitteschön. Für jedermann frei erhältlich, dazu brauche ich noch nicht mal einen Tor-Browser. Was kostet denn der Spaß? Denkt ihr, das kann sich euer Arbeitgeber noch gerade so leisten, so schlecht wie es dem geht? Und das ist nicht das Einzige. Suchmaschine deiner Wahl, du findest alles. Mit ausführlicher Beschreibung, was die Software alles zu leisten vermag. Natürlich auch zur Überwachung der Lebenspartnerin, hervorragend geeignet. Es gibt auch den einschlägigen Fachhandel, der dich entsprechend berät. Ja, solche netten Teile sind ebenfalls bei einer Handelsplattform aus USA mit 4 Buchstaben erhältlich. Sieht aus wie ein harmloser Radiowecker, tatsächlich ein Aufnahmegerät mit Kamera und hochempfindlichem Mikrofon. Wurde offiziell vom Zoll aus Deutschland aus dem Handel genommen. Ja, bist du auch in WhatsApp? Herzlich willkommen. Deine Daten haben wir schon, zumindest mal dein Adressbuch. Ups, was haben wir denn da? Facebook, auch sehr schön. Ja, muss das denn wirklich alles so sein? Also für alle, die selbst mal Geheimdienst spielen wollten, kann ich empfehlen Maltego. Eine Freeware, man kann sie auch in der kommerziellen Version kaufen. In der Kali-Distribution ist sie mit drin. Läuft auf allen bekannten Betriebssystemen. Und damit kann man so ein paar lustige Sachen machen. Man kann anhand einer E-Mail-Adresse, einer Handynummer oder einer Domain mal checken, welche Querverbindungen es so gibt in soziale Netzwerke, auf andere Webseiten, wo du arbeitest,
was du in deiner Freizeit so machst, ob du dich sozial oder politisch engagierst, etc. pp. Ja, Maltego ist, wie gesagt, so schaut's aus. Einfach zu bedienen, bedarf keiner besonderen Kenntnisse. Ich kann natürlich auch damit dein Handy entsprechend analysieren, brauche nur die Nummer, kein Problem. Ja, dann kommen wir mal zu unseren bekannten Freunden mit den 3 oder 4 Buchstaben. Ich habe mal die wichtigsten der Zunft da oben hingeschrieben. So mächtig sie auch sein mögen, so viel Geld sie auch haben mögen, die sehe ich gar nicht mal so als unser Problem. Okay, sie machen heute Schleppnetzfang, das heißt, sie fischen alles ab, was sie an Daten kriegen können, schmeißen sie in die Maschine und lassen den entsprechenden Suchalgorithmus drüber laufen und fischen heraus, was für sie interessant sein dürfte. Aber tatsächlich heißen unsere Probleme Smartphone, ich nenne es immer Spyphone, Webbrowser, Online-Buchung, Online-Banking, Online-Shopping, Payback-Card, was haben wir noch, E-Mail, natürlich unverschlüsselt, Voice-over-IP, ob ich will oder nicht, analoges Telefon, ISDN, einfach abgeschaltet, soziale Netzwerke, E-Voting, elektronische Bewerbung, Datenhändler, Bequemlichkeit und Leichtsinn. Vielleicht kurz zu Datenhändler. Ich weiß nicht, ob einer oder andere von euch die Firma Schober kennt. Die sitzt in der Nähe von Stuttgart. Einer der größten Datenhändler, die es in Deutschland gibt. Diese Firma und 2 andere habe ich unter einer Legende angeschrieben. Ich möchte bitte ein Angebot haben für eine Adressselektion vermögender Menschen, um ihnen ein Investment irgendwo in Dubai anzudrehen. Schober hat nicht geantwortet, aber ich hatte ein Gespräch mit der Geschäftsführerin einer Hamburger Firma. Das verlief in etwa so: Schade, dass Sie nicht vor ein paar Monaten angerufen haben. Jetzt haben wir die DSGVO, da hätte ich Ihnen noch mehr liefern können. Ich kann Ihnen anbieten Zugriff auf 5 Datenbanken mit all den Faktoren, die Sie als Pflichten genannt haben. Erfolgswahrscheinlichkeit schätze ich 96-98%. Das waren schon sehr persönliche Faktoren, sprich geschätztes Jahreseinkommen über 80.000, Immobilienbesitzer, also mindestens mal so eine 3-Zimmer-Eigentumswohnung in Top-Lage, Halter einer Oberklasse-Limousine mit einem Schätzwert von über 70.000 Euro, also schon Leute, die richtig was auf der Pfanne haben. Schon sehr intime, personenbezogene Daten. Ja. Data Mining. Ich habe vorhin gesprochen über die Rasterfahndung 1977. Damals war es so, man hat vor allen Dingen Daten gesammelt bei den Kfz-Zulassungsstellen, bei den Wohnungsämtern, bei der Post und bei den Stromanbietern. Viel mehr gab es auch nicht. Heute gilt War Log Everything. Jede Flugreise, jedes Bahnticket, Flixbus oder Blablabus, jede Hotelreservierung, jede Suchmaschinenanfrage, jedes Telefongespräch, jeder Arztbesuch, jeder Einkauf im Netz, es wird alles gespeichert. Und es wird schon darüber spekuliert, ob es nicht sinnvoll wäre, mit sogenannter unscharfer, sogenannter Fuzzy-Logik und Link-Analyse, ob man damit nicht viel effizienter, viel effektiver Rastern fahren könnte, als bisher der Fall. Der Mathematiker Stefan Vobel hat mal gesagt, bei der Rasterfahndung steht das Ergebnis, dass das Data Mining liefern könnte, bereits fest. Man kennt das interessante Muster. Heute kann eigentlich, wir haben es eben gesehen, Maltego als ein Beispiel, jeder solche Daten sammeln, analysieren und seine Schlüsse daraus ziehen. Ja. Und wenn überhaupt nichts mehr hilft, dann müssen halt Terroristen und Pädophile her. Das hilft immer. Die will keiner haben. Da versteht jeder. Denen müssen wir ja habhaft werden. Das müssen wir vorbeugen. Da müssen wir was gegen tun. Da müssen unsere Strafverfolgungsbehörden natürlich auch die entsprechenden
Hilfsmittel an die Hand bekommen, damit sie ihre Arbeit machen können. Ja, und wie sieht das dann in der Praxis aus? Tja, bisher war es halt so, Strafvermittler brauchten einen begründeten Verdacht, mussten zu einem Richter gehen und brauchten eine entsprechende Genehmigung. Das durfte der Verfassungsschutz nicht. Mittlerweile darf er es. Und zwar sogar ohne richterliche Anordnung. Und wenn du glaubst, schlimmer geht's nicht mehr, was kommt dann? AKK. Das Zitat ist ja auch nicht mehr neu. Was denn los wäre? Ja, liebe Frau Frank-Karrenbauer. Dann hätten wir in Deutschland die Form von Demokratie, die ich mir wünschen dürfte. Weil wenn ich nicht immer mehr sagen darf, ich bin der Meinung, dass eine Partei ein Scheißladen ist, den man nicht wählen und nicht unterstützen sollte, dann sieht es mit der Meinungsfreiheit meines Erachtens mau aus. Hatten wir schon mal. Wahl-O-Mat. Ja, ist eine tolle Software. Kriegst auch, wenn du es installieren willst oder aufrufst, sofort eine Meldung, dass da irgendwas gespeichert wird. Aber was gespeichert wird und wie lange und wo, ist nicht in Erfahrung zu bringen. Wozu es gespeichert wird, ist ebenfalls ein Geheimnis. Und da habe ich mir die Frage gestellt, warum haben wir das früher eigentlich nicht gebraucht? Da gab es Wahlkampf, da gab es Plakate, da gab es Wahlwerbespots im Fernsehen. Und dann bist du sonntags ins Wahllokal gegangen, hast dein Kreuzchen gemacht und deinen Zettel in die Urne geschmissen und das war's. Das reichte zur Meinungsbildung. Sicherheit. Ja, ich habe es vorhin schon gesagt, objektive Sicherheit gibt es nicht, aber Sicherheit hat viele Gesichter und Sicherheit ist immer eine Frage des gegen wen, gegen was will ich was schützen. Jedes dieser Sicherheitsteile, Module hilft gegen irgendwas, aber dass es etwas gäbe, was gegen alles hilft, leider nicht. Sicherheit ist relativ. Ich habe hier mal ein historisches Beispiel genommen. Das ist so ein Bunker eines berühmten belgischen Erste Weltkrieg-Forts. Riesen Betonklotz. Galt damals als State of the Art, uneinnehmbar. Ist es auch. Wenn die Angreifer wie geplant von vorne gekommen wären, so wie es im Ersten Weltkrieg üblich war, kam es aber nicht, es waren Fallschirmjäger. Fallschirmjäger gab es im Ersten Weltkrieg noch nicht. Das Ding wurde im Handstreich genommen, völlig nutzlos. Ja, jetzt kommen wir mal zum eigentlichen Kern. Worum geht es denn hier eigentlich? Darum, ums schnöde Geld. Eure Daten sind, wie vieles andere auch, eine Handelsware, und zwar eine sehr gut bezahlte. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, mal ein bisschen zu gucken, so, was wird denn so für das eine oder andere auf dem Markt geboten. Und jetzt möge man sich vorstellen, was für wirklich brisantes Material gezahlt wird. Beispielsweise der Inhalt der elektronischen Patientenakte. Ja, das ist meine Lieblingsfolie. Wie kommen die an eure Daten ran? In der Regel so. Gratis. Gratis E-Book, gratis hinten, gratis vorne. Bitte registrieren Sie sich hier mal eben. Und schon haben wir's, was wir haben wollen. Dieser junge Mann hat sich mal vor über 3000 Jahren so ein paar Gedanken gemacht über Strategien der Kriegsführung, war General in der chinesisch-kaiserlichen Armee. Und der hat so ein paar Grundsätze aufgestellt, die auch beim Datenschutz Anwendung finden. Was möchte ich schützen? Wogegen will ich mich schützen? Was passiert, wenn diese Daten in falsche Hände geraten? Wie viel Aufwand muss ich denn dafür treiben?
Wie lange muss die Information geschützt werden? Wie lange ist die Information aktuell und interessant? Wer greift mich an? Kommt der Angriff von innen oder kommt er von außen? Angriffe von innen werden oft übersehen. To know your enemy, you must become your enemy, hat er auch gesagt. Ich muss erst einmal die Denke meines Angreifers, meines Gegners verstehen. Erst dann kann ich ein Schutzkonzept entwickeln. Wenn ich nicht weiß, wie mein Gegner, wie mein Feind tickt, wird das ein Schuss ins Blaue. Wer sind solche Feinde? Medienkonzerne, Meinungsbilder, Institutionen, deine sogenannten Freunde, Menschen, die dir nahestehen, die Intimes von dir wissen. Unternehmen. Man schaue sich heute nur Online-Bewerbungen an. Sind Sie damit einverstanden, dass wir Ihre Daten über den Bewerbungsprozess hinaus noch 6 Monate speichern? Wozu? Unter Umständen dein Arbeitgeber. Geheimdienste sowieso. Und dann die Gilde der Gaukler und Fallensteller, heute auch Cyberkriminelle genannt. Ja. Ich habe vorhin gesagt, bittere Internetwahrheit, du bist nicht anonym im Netz. Wer verrät mich denn? Er, dein Browser. 99% aller Straftäter im Netz werden dadurch entdeckt, dass man ihren Fingerprint auswertet. Deswegen sollte man den Tor-Browser so belassen, wie er ist und nichts daran ändern, nicht mal die Bildschirmauflösung. Schon das gibt Rückschlüsse. Was haben wir denn noch so? Ja, ganz tolle Add-ons, Plugins, Anonymizer und Proxies. Da bin ich ja dann anonym, ja. Glauben darfst du alles. Und so funktioniert das Fingerprinting. Damit bist du eindeutig zu identifizieren. Ja, die Abteilung Kekse, Stichwort Cookies. Es ist kaum zu glauben, wie viele dieser Dinge, dieser kleinen Textdateien, auf manchen Webseiten so angeboten werden, dass ich sie akzeptieren soll. Kann ja mal empfehlen, wer sich den Spaß machen will, möge sich das Add-on U-Matrix auf den Firefox installieren und dann mal auf so Seiten gehen wie spiegel.de und Co. Also das ist Wahnsinn. Vor allen Dingen interessant sind die sogenannten Third-Party-Cookies, also Cookies, die gar nicht von der Website selbst sind, sondern von Drittanbietern, beispielsweise Google Analytics. Die findest du fast auf jeder Seite. Die ganz, ganz bösen. Ja. Natürlich, es gibt eine europäische Richtlinie, gibt es ja jede Menge, aber die haben wir in Deutschland noch nicht umgesetzt. Ich gehe mal davon aus, die wird nie umgesetzt. So, und dann haben wir noch die Geschichte, das wäre jetzt ein Video, da waren ein paar Schweizer in China und haben sich mal dieses System angeguckt, dass die Bürger bewertet werden nach ihrem Verhalten. Da gibt es dann wie früher in der Schule Bonus- und Maluspunkte. Ich denke, da kommen wir mit der Zeit jetzt leider nicht mehr hin durch die Unterbrechung. Wer es sich anschauen möchte, ist im Netz verfügbar, ist ein Beitrag von Dreisat. Sehr interessanter Blick in die Zukunft, dagegen war die DDR ein Witz. Ja, dann habe ich mal so mir ein paar Sachen überlegt, die man so als Handlungsanweisung, als Empfehlung geben könnte. Ich habe es mal genannt, die 12 Gebote. Das Schöne an den 12 Geboten, wer auch nur 10 davon berücksichtigt, ist auf der ziemlich sicheren Seite. Erstes Gebot, glaube nicht, wisse. Mach dich kundig, informier dich, rede mit Leuten, die davon Ahnung haben und glaub nicht das, was die Werbung dir erzählt. Es gibt absolut nichts in diesem Bereich, was es nicht gibt. Keine Schweinerei, die man sich vorstellen kann, die nicht angewandt wird, um an private Daten heranzukommen. Ja,
Und das andere sind einfach klassische Handlungsanweisen. Und zum Beispiel, brich die Brücken hinter dir ab. Man kann auch ganz gut ohne Gmail, Google, Facebook, Twitter und WhatsApp leben. Und dann bin ich einfach für diese Betreiber gestorben. Muss dann halt eben dafür sorgen, dass ich auch für die tot bin. Und vor allen Dingen der letzte Satz, lass dir nicht in die Karten sehen. Was da draußen läuft, kann ich auch nur noch als Krieg bezeichnen. Es geht nur noch darum, wer hat die meisten Informationen, wer hat die besten Informationen. Google hortet seinen Schatz noch, andere fangen jetzt an, ihn langsam zu verkaufen. Ein paar Links zum Thema für alle die, die sich ein bisschen näher mit dem Thema beschäftigen wollen. Ich sage danke fürs Kommen, danke fürs Zuhören und ende auch wieder mit einem Zitat von Sun Tzu. Ja, und wer mit mir in Kontakt treten möchte, bitte schön, die Folien werde ich entsprechend online stellen. Dankeschön.